aus dem Bundestag, 30. März, und wir sind in Osterwoche, das heißt arbeitsfrei, aber sitzungsfrei, aber nicht arbeitsfrei, das wäre was gewesen, arbeitsfrei. Bundestagsabgeordnete hat immer was zu tun, und ich spreche mit Mechtild Rawert, sie ist SPD-Abgeordnete Tempelhof-Schöneberg, und ihr Spezialgebiet ist die Pflege. Wir haben ja eben schon darüber gesprochen, was sich alles verändert hat und was wird sich jetzt verändern. Wer bekommt mehr Geld künftig? Da sind ja Milliarden im Spiel. Ja, wir haben jetzt mit dem ersten Gesetz insgesamt über 3 Milliarden also bewegt. Und mit dem neuen Gesetz, was voraussichtlich in diesem Jahr zu Ende diskutiert wird und 2017 in Kraft tritt, nochmal über 2 Milliarden Euro. Das ist auch gut investiertes Geld in den sozialen Zusammenhalt unserer Gesellschaft. Und das, was jetzt für die meisten noch sehr spannend ist mit dem, was jetzt in den nächsten Jahren ansteht, ist die Umwidmung. Offiziell heißt es also von den Pflegestufen in die Pflegegrade. Also immer umgesetzt. Es wird nicht mehr auf die Uhr geguckt, wie lange ich brauche, um meine Oma zu füttern, sondern diese Unwürdigkeit, benenne ich das mal, soll zu Ende sein. Richtig, wir gehen nicht mehr davon aus, also ich brauche 2 Minuten, also um das Essen anzureichen, 1,5 Minuten fürs Anziehen oder für die Toilettengänge und, sondern also das Kriterium wird der Grad der Selbstständigkeit der pflegebedürftigen Person sein. Und es geht uns sehr darum, also auch noch mit in einem weiteren Teil, die Teilhabe in die Gesellschaft weiterhin zu fördern. Und dazu brauchen wir Minimum diese 2,4 Milliarden Euro. Und das ist auch gut so. Und wir wollen ja auch bessere Leistungen in den Pflegeeinrichtungen, in der Häuslichkeit. Wir wollen bessere Leistungen auch in den Krankenhäusern. Wir werden auch noch ein Pflegeförderprogramm durchsetzen, also und mit dem so circa 6.000 bis 7.000 Stellen geschaffen werden. Wir wollen eine gute Arbeitskultur schaffen, denn der Beruf muss attraktiv sein. Und besser bezahlt werden. Ja, und besser bezahlt werden. Ich höre das immer. Schlechte Bezahlung. Richtig, das höre ich auch. Aber wenn wir mit den Kollegen und Kolleginnen reden, wird natürlich also auch über das Geld gebaut. Und das brauche ich auch. Ich brauche nicht nur die gesellschaftliche und die soziale Anerkennung und das Schulterklopfen. Ich brauche auch das Geld, um meine Miete zu bezahlen und. Aber es geht auch um die Anerkennung und Wertschätzung der Tätigkeit als Tätigkeit. Darüber klagen auch viele in der Pflege, dass sie eigentlich nicht das umsetzen könnten, was sie in der Ausbildung gelernt haben. Und da muss sich was ändern. Das ist in guten Händen bei Ihnen, habe ich den Eindruck. Ja, ich mache das. Ich halte das für wichtig. Wir reden über unsere eigene Zukunft, die wir damit gestalten. Und ich habe mal den Eindruck, wir nehmen das nicht so ganz ernst. Das ist auch manchmal. Dass wir alle denken, wir bleiben auch im Alter noch so gesund, wie wir in der Jugend waren. Und danach, das ist aber nicht so. Und diese Pflegekräfte, wir brauchen immer mehr. Sie hatten ja gesagt, 100.000 Pflegebedürftige in Berlin steigen jetzt an der Zahl. Genau. Pflege ist ein Thema. Dann sind Sie noch in der deutsch-polnischen Parlamentariergruppe. Ja. Sind Sie da jetzt während der sitzungsfreien Wochen immer unterwegs? Fahren mal rüber? Nein, es ist wohl geplant, also im Sommer. Also einen Besuch also zu machen. Gerade aber jetzt in der letzten Sitzungswoche war gerade die Delegation aus Polen hier anwesend. Ich selber habe die nur in Berlin kennengelernt. Das Programm der polnischen Kollegen und Kolleginnen begann in Frankfurt, also Oder. Da ging es um die deutsch-polnische Zusammenarbeit. Also die waren bei der Polizei, waren bei der Viadrina und. Hier in Berlin also ging es auch sehr darum, auch noch hier in Polen, in Berlin seit Jahren lebende Kulturschaffende kennenzulernen. Also der Austausch ist sehr rege gewesen. Wenn man wissen will, was eine Abgeordnete so macht, Sie haben ja einen Newsletter, den habe ich mal ausgedruckt. Echt? Das sind so 8 Seiten. Ja, normalerweise kriegt man einen Newsletter, der ist dann maximal 2 Seiten, 8 Seiten. Das ist ja irre, was Sie da alles für ein Programm haben. Kann ja, den eigentlich jeder kriegen? Den Newsletter kann jede Person kriegen. Einfach meine Website aufmachen und auf der rechten Seite ist so ein kleiner Kasten, da die E-Mail-Adresse eintragen. Und dann kommt der wird versandt so alle circa alle 2 Wochen. Ja.
Wenn wir also, wie wir es schaffen. Fast 8 Seiten, ganz viele Termine drin. Ja. Ihre Bürgersprechstunde, über die wir schon vor der Werbepause gesprochen haben, kann da jeder kommen oder kommen da nur Leute aus Ihrem, Bürgerinnen und Bürger aus Ihrem Wahlkreis? Also ich lade insbesondere natürlich die Bürger und Bürgerinnen aus Tempelhof-Schöneberg ein. Es gibt ja andere Bundestagsabgeordneten der SPD. Ja, aber vielleicht wollen die Sie mal auch kennenlernen. Ja, da lade ich insbesondere noch die Reinickendorfer ein. Reinickendorf ist mein Betreuungswahlkreis. Selbstverständlich wird keiner also vor die Tür gesetzt. Also herzlich willkommen. Jetzt haben wir ja Sommer, die Osterpause, dann haben wir kurze Sitzungspause, dann gibt es die große Sommerpause. Ja. Was liegt denn an? Der wichtigste Punkt, der kommt wahrscheinlich im Juni, ist Griechenland. Griechenland ist ein wichtiger Punkt. Es stehen ja sehr viele wichtige Gesetze und auch noch Debatten an. Also zum Beispiel all die Verbesserungen, die Manuela Schwesig noch auf den Weg bringt. Aber eine wichtige Entscheidung wird sicherlich sein, wie halten wir es mit dem dritten Hilfspaket also in Griechenland. Ich bin jetzt sehr froh, dass ja das Treffen zwischen Frau Merkel und Herrn Tsipras also auch... Welch Wunder, auf einmal hat sich die ganze Atmosphäre entspannt verändert. Wie kommt sowas? Wie kommt sowas? Und freue mich darauf, wenn sich das halten könnte. Aber jetzt mal ehrlich gefragt. Ich antworte immer ehrlich. Aber ich stelle auch dann immer ehrlich Fragen. Ja, super. Aber worauf führen Sie das zurück? Erst bekriegen die sich und dann kommt er hierher und auf einmal erliegt er ihrem Charme oder sie seinem Charme? Na gut, es ist ja immer sehr von Vorteil, also wenn auch Politiker und Politikerinnen höflich zuvorkommt und durchaus auch mit Empathie. Das war ja bei ihm nicht zu erwarten. Aber miteinander umgehen sollen und noch, die kannten sich ja vorher nicht. Also das ist ja dann von Vorteil. Wir werden sehen, wie sich das Ganze als professionelles Verhältnis weiterarbeitet. Es war sicherlich auch nötig, also angesichts der konfliktreichen Kommunikation, so wie sie sich zumindest darstellte, dass auch ein anderes Zeichen gesetzt wird, damit auch alle Welt also erstmal ein bisschen keep cool, also auch hält. Ich kann auch sagen, dass mich sehr geärgert hat, also die Umfrage einer bestimmten Zeitung, die uns als Abgeordnete ja jetzt schon alle individuell befragt hat, also um herauszukriegen, wie wir dann also mit dem dritten Hilfspaket umgehen werden. Also es ist eine Spekulation auf Zukunft, das weiß doch noch keiner. Es dient lediglich der negativen Stimmung machen. Und da war ich sehr ärgerlich drüber. Haben Sie denn noch Geduld mit den Griechen? Die habe ich. Denn es ist ja schließlich auch so, es gibt auch viel Not. Ja, aber dafür ist weder Frau Merkel noch die deutsche Bundesregierung verantwortlich. Was man sich auch in Griechenland gehört, ist das umgekehrt. Die Deutschen sind die Bösewichter. Ja, also ich denke mal, dass derzeitig alle mit großen Bällen also auch gegeneinander werfen. Also ich halte zum Beispiel das Thema Reparation. Formal gesehen ist das sicherlich zu Ende entschieden. Faktisch gesehen haben wir aber auch noch eine Verantwortung. Und ich bin selber in Griechenland gewesen. Ich war selber in einem Dorf, wo die deutsche Wehrmacht also über 100 Menschen in ein Haus reingetrieben hat und dieses angezündet hat. Ganz normale Dorfbewohner vom Baby bis zum Greis. Wenn wir es also da schaffen, etwas aufzubauen wie ein deutsch-griechisches Jugendwerk, wäre das fantastisch. Das ist aber schon ewig im Gespräch, das ist ja nichts Neues. Und Ihre Fraktion, die SPD, sagt eben aus Verantwortung, machen wir das jetzt endlich. Ich meine, aber die Idee ist nicht neu, das hätte man ja längst tun können. Ähnlich dem deutsch-französischen Jugendwerk. Man hätte es sicherlich also tun können. Die faktisch ist nun, dass wir es jetzt tatsächlich also tun. Wie ist die SPD-Fraktion? Ja, wir können es ja nur als Koalition, aber wir können auf die Art und Weise das Thema entspannen, es also in eine konstruktive Diskussion überleiten, die uns als zwei Staaten Europas nützt und dient. Das deutsch-polnische Jugendwerk ist hervorragend und auch das deutsch-französische Jugendwerk ist auch eine hervorragende Begegnungsstätte und auch damit aber auch Investition in die europäische Zukunft. Dann hoffen wir mal, dass mit Griechenland auch bleibt. Eine ganz aktuelle Frage. Die Werte der SPD in Berlin, dank Herrn Müller,
dem neuen regierenden Bürgermeister, sind bombastisch gut. Die Werte der SPD im Bund sind, bombastisch kann ich hier gar nicht sagen, immer noch erschreckend schlecht. Wie erklärt sich das? Ja, das schmerzt, also der Trend im, auf Bundesebene schmerzt mich. Ich denke mal, dass wir als Sozialdemokratie vielleicht auch noch deutlicher machen müssen, was hat zum Beispiel die Pflege oder mein Engagement für die Pflege mit den Werten der SPD also zu tun, mit der Solidarität, mit dem politischen Gestalten von sozialem Zusammenhang. Vielleicht muss diese Brücke, vielleicht müssen diese Geschichten auch von uns Politikern und Politikerinnen deutlich also gemacht werden. An der Arbeit in der Koalition kann es nicht liegen. Wir sind der Motor der Koalition und sieht auch die Bevölkerung. Ja, aber sie honoriert es nicht. Ja, soll ich jetzt sagen, ich will ein neues Volk, das taugt nicht. Nee, das hat schon ein gewisser Bertolt Brecht, glaube ich, gesagt. Ja? Das taugt nicht. Aber da müssen wir noch eine Menge arbeiten, damit das wird. Solche Werte wie jetzt in Berlin hätten Sie ja gerne im Bund. Wir werden unverdrossen weitermachen. Aber Sie haben ja den Vorteil, es wird erst 2017 im Bund gewählt, in Berlin schon nächstes Jahr. Und dann bis dahin sehen wir uns noch ein paar Mal. Ich bedanke mich, dass Sie da waren und kämpfen Sie weiter für die Pflege und auch eine gute, bessere Bezahlung für die Pflegerinnen und Pfleger. Gerne. Und ich hoffe, Sie, die Sie vielleicht Pflegerinnen oder Pfleger sind, werden ermutigt sein, dass Frau Mechtel-Dravert sich für Sie im Bundestag einsetzt und das jetzt in der dritten Legislaturperiode. Ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie zugeschaut haben. Wir sehen uns auch Ostermontag wieder, das ist nächste Woche, und dann mit dem CDU-Abgeordneten Dr. Martin Petzold. Bis dahin und tschüss.